Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel hier in der Voith Arena gegen Holstein Kiel. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Cheftrainer von Holstein Kiel, Marcel Rapp, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Herrn Rapp, als Gästecoach gebührt das erste Wort zum Spiel. Ihr Fazit bitte. Ja, Glückwunsch Frank, Glückwunsch Heidenheim zum Sieg. Wir kommen natürlich denkbar ungünstig ins Spiel, in Standardsituation 0-1. Fangen uns dann aber relativ schnell und dann beim 2-0 haben wir angesprochen, so für uns, so Verlagerung verteidigen, die Außenverteidiger nicht frei flanken lassen, machen wir den extra Meter nicht nach hinten. Busch kommt zum Flanken, super Ablauf, Kleindienst hat er glaube ich schon öfter so ein Tor gemacht. Schwer dann zu verteidigen in der Box, 0-2 und beim 3-0 glaube ich ein Elfmeter, auch in Anführungszeichen ein bisschen unglücklich. Kann man glaube ich auch die Zweikampfführung besser machen. Aber ich glaube, das ist ja, das ist so eine Randnotiz, sage ich mal. Zwischen dem 0-1 und dem 0-2, glaube ich, haben wir inhaltlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, gegen den Ball nicht viel zugelassen, mit dem Ball super Lösungen gefunden, sind oft auf die Kette zugedribbelt, hatten ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber haben daraus halt keine Torchancen kreiert. Und ich glaube, das muss man einfach festhalten für uns, dass wir da in den Strafräumen heute nicht gut genug waren. Da war der Gegner einfach besser und deswegen ist dann das Ergebnis auch so zustande gekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Frank, dein Fazit bitte. Ja, Marcel, erstmal danke für die Glückwünsche. Ich habe es im Vorfeld gesagt, eine schwere Aufgabe, die man heute erstmal lösen muss. Kiel hat Anstoß und das wollte ich von meiner Mannschaft heute von Beginn an sehen, sofort ins Pressing zu gehen. Da ist uns gleich gelungen. Dadurch kommt es zu den zwei Eckbällen. Der zweite, perfekte Ausführung in der Variante. Patek köpft den Ball super ins lange Eck rein. Dann war es so, bis zur 18. Minute hatten wir dann eben wenig Zugriff im Pressing aufgrund der Beisicherheit, des Positionsspiels von Holstein Kiel, das wussten wir. Aber wie in der Phase, wie im Prinzip fast über das ganze Spiel, alles was dann ab 18, 16 Meter vor unserem Tor passiert ist, haben wir richtig gut verteidigt. Wir hatten in der ersten Halbzeit vielleicht noch die eine oder andere gute Chance, das 2-0 zu machen. Wenn ich an den Kopfball von Tim Kleindienst denke, wo er noch entscheidend gestört wird, aber vor allem das 1 gegen 1, das er geht und dann den Ball leicht verzieht aufs rechte Eck. Mehr war dann aber auch nicht. In der zweiten Halbzeit hatten wir die erste richtig große Chance. Da muss eigentlich zumindest, müssen wir den Konter besser ausspielen. Erst löst Florian Pick gut, dann spielen wir eigentlich ein 3 gegen 1 und dann will er den Ball, glaube ich, durch die Beine durchschieben. Dann hätten wir den Freilauf gehabt, aber das verteidigt Kiel dann gut weg und dann hat man ein bisschen Probleme, vor allen Dingen dann selber auch auf dem Flügel, haben nicht mehr so den Zugriff gehabt, aber wie gesagt, meistens dann in der entscheidenden Verteidigungslinie, da waren wir heute unglaublich präsent, haben Kiel keine Luft gelassen, waren immer füreinander da, konnten dann meistens klären und wenn nicht, dann haben wir die offenen Bälle auch noch irgendwie wegschlagen können und mit dem 2-0, schon in der ersten Halbzeit gab es so oft die Möglichkeit, über den Flügel, gerade über unsere linke Seite, den Durchbruch zu schaffen. Haben wir es dann über die rechte Seite gemacht, die Flanke auf den zweiten Pfosten sehr hoch, mit wenig Druck. Aber ja, Tim ist dann da, gar nicht so einfach, den Ball reinzumachen. Und ich finde, ab dem 2-0 war heute das Spiel eigentlich vorbei. Ich glaube, wir haben da nichts mehr zugelassen, haben das Spiel kontrolliert, haben noch den Elfmeter gemacht, haben zu Null gespielt, haben gegen wirklich guten Gegner, der auch viel Selbstvertrauen getankt hat durch die letzten Auftritte. Da haben wir schon Respekt gehabt vor der guten Leistung von Kiel, aber nichtsdestotrotz, wenn man dann auch sieht, wie viele Abschlüsse wir heute gehabt haben, wie viele Ecken, 12-1, dann sieht man einfach, wie wir an uns geglaubt haben und wie wir mit einer unterschiedlichen Herangehensweise einfach dann am Ende auch viel mehr Torgefahr dann auch gehabt haben. Und deswegen nochmal ein Riesenkompliment an meine Mannschaft heute für ein 3-0 gegen sehr starken Gegner. Euch, Marcel, alles Gute für die letzten 5 Spiele. Danke, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Cheftrainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Thomas Jentsche, Heidenheimer Zeitung, bitteschön. Gratulation zum Sieg. War das von der Abwehrarbeit heute so mit das Beste in dieser Saison aus deiner Sicht? Naja, wenn man, war es 12. Mal zu Null. Ich glaube, wir haben davor auch schon ein paar Mal was richtig gut gemacht. Also, das war halt gut. Wie gesagt, Pressing ist gegen Kiel kompliziert. Marcel hat es ja im Vorfeld ja auch richtigerweise gesagt. Nach einer halben Stunde im Hinspiel haben wir da das ein oder andere Problemchen gehabt im Pressing. Und deswegen haben wir uns dann heute entschieden, nicht ganz so offensiv anzulaufen, sondern versucht dann auch das Zentrum eng zu machen, mehr Personal dann in die eigene Hälfte, um, wenn man mal überspielt ist, dann auch nochmal eingreifen zu können. Aber ja, ist jetzt schwierig zu sagen. Kevin Müller hat, ich weiß nicht, so viel muss er heute nicht halten, ob es nur die Viererkette ist, aber insgesamt waren wir dann kompakter, als wir es vielleicht dann auch manchmal wollen zu Hause, indem wir den Gegner stressen und ins Pressing gehen. Aber
Ja, wir haben schon so viele gute Spiele in dieser Saison gemacht. Wenn man 12-0 spielt, dann ist es kein Zufall mehr. Nochmal Thomas Henscher, bitte. Nachsagen, jetzt gibt es eine kurze Woche vor dem Spiel gegen Fürth. Was steht der Wiese? Bisschen runter jetzt vom Gas, Belastungssteuerung? Ja, ich war ein bisschen durcheinander, habe der Mannschaft gesagt, ja, wir haben eine ganz normale Woche, 7 Tage Zeit bis zum nächsten Spiel, dann wurde ich korrigiert, dann ist mir wieder eingefallen, wir spielen am Freitag schon wieder. Wenn man verliert, sagt man immer, man freut sich immer, wenn man gleich spielt und deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum das anders sein soll, wenn man das Spiel gewonnen hat. Wir haben uns jetzt wieder auf Platz 2 gebracht und haben jetzt die Chance wieder vorzulegen, den Abstand größer werden zu lassen. Von daher freuen wir uns auf das Spiel. Aber ich habe es eben draußen schon gesagt, Fürth, seit Alex Zorniger das auch übernommen hat, sind sehr heimstark, sehr schwierig zu bespielen auch. Wir brauchen, wie heute auch, wieder eine konzentrierte, sehr gute Leistung, um da zu bestehen. Aber das ist unser Ziel, die nächsten Punkte einzufahren. Aber nochmal, auch diese Aufgabe, die wird ein paar Stolpersteine auch haben und die müssen wir einfach dann umgehen und am Ende, so wie heute, ist unser Ziel dann, 3 Punkte einzufahren. Sonst noch mal eine weitere Frage, Carsten Muth, Südwestpresse aus Ulm. Bitte, Moment, einmal kurz aufs Mikrofon warten, bitte. Eine Frage an Sie, Herr Rapp. Wir haben davon gesprochen, wie schwierig es war, oder Sie haben davon gesprochen, die letzte Verteidigungslinie zu überspielen. Der Herr Schmidt hat es dann auch nochmal bestätigt, dass man da alles wegverteidigt hat. Was war aus Ihrer Sicht so schwierig für Ihre Mannschaft, Heidenheim da wirklich zu überwinden in den entscheidenden Sektor? Ja, ein Stück weit, glaube ich, sind wir bis dahin voll gut hingekommen. Ja. Wir haben ganz oft aufgedreht im Mittelfeld, sind auf die Kette zugelaufen. Dann haben wir viel zu oft geflankt, fand ich. Ohne Druck einfach außen die Bälle reinkauen, obwohl wir dann vielleicht nochmal einen Extrapass in die Box spielen könnten, damit der Gegner auch viel mehr Probleme kriegt. Da haben wir einfach die Bälle oft in die Mitte geschlagen und haben dann einfach auch nicht die Qualität gehabt, dann im 1 gegen 1 uns gegen die Abwehrspieler durchzusetzen. Das muss man einfach auch so sagen, dass einfach da die Qualität ein Stück weit gefehlt hat heute und daran müssen wir arbeiten, dass wir da besser werden.